Geld bedeutet Macht. Geld bedeutet Kontrolle. Oder auch wie in Valorant, Credits. Aber lasst uns nicht über die offensichtlichen Dinge sprechen, sondern was für großartige Deals in dieser Welt abgeschlossen werden. Wie die ersten Millionen verdient werden oder auch verbrannt werden. Auf jeden Fall, jeder erfolgreiche Geschäftsmann weiß, dass es nicht darauf ankommt, wie viel Geld du hast, sondern wie du es ausgibst und wie du sparst. Yo, was soll das denn? Denkt an die Wall Street. Broker kaufen und verkaufen. Jonglieren mit Millionen in Sekunden. Und in Valorant ist es nicht anders. Denn da kommt es darauf an, ob ihr eine Phantom oder auch nur eine Sheriff kauft. Alles kann das Spiel verändern. Es geht darum, das Spiel zu lesen, die Wirtschaft zu verstehen, um strategisch dein Team auf Spitze zu bringen. Jeder startet seine erste Runde mit 800 Credits. So wenig? Das erste Anfang. Okay, jetzt wo du die Basics drauf hast, geht's darum zu checken, wie du deine Credits am besten einsetzt. Es ist mega wichtig zu wissen, wann du dein Geld ausgibst und wann du es lieber sparst. Dein Ziel sollte es sein, jeden Credit richtig zu nutzen. Man könnte sagen, Credit Maxing. Es gibt ein paar wichtige Konzepte, die du drauf haben solltest. Wenn dein Konto und das deiner Mates ordentlich gefüllt ist, dann ist es Zeit für einen Full Buy. Jeder holt sich ein volles Schild, eine starke Waffe, meistens eine Vandal oder Phantom und alle Abilities, die ihr braucht. Und ja, Jet, du darfst ja auch einen Operator gönnen. Damit seid ihr dann perfekt ready, um die Runde zu rocken. Echo-Runde. Es gibt zwei Situationen, an denen du eine Echo-Runde machen solltest. Du und dein Team habt nicht genug Kohle, um euch eine große Waffe zu holen? Dann kauft bloß nicht auf Krampf irgendwelche billigen Waffen. Die bringen gegen Vandal oder Phantom eh nix. Besser, ihr spart eine Runde und holt euch dann in der nächsten Runde wieder ein Full Buy. Das gleiche gilt, wenn du zwar genug Cash hast, aber deine Teammates nicht. Wenn du kaufst und die anderen nicht, seid ihr asynchron. Und das endet nur im Chaos. Am Ende habt ihr nie alle gleichzeitig das beste Loadout. Lieber zusammensparen und dann gemeinsam stark reingehen. Force Buy, Half Buy. Jetzt wird's spannend. Manchmal bist du in einer echt kniffligen Lage. Du hast nicht genug für einen Full Buy, aber du willst auch nicht einfach nichts machen. Dann gibt es zwei Optionen. Du machst einen Half Buy. Du kaufst nur das Nötigste, um irgendwie mitzuhalten. Oder du gehst komplett all in mit einem Force-Buy und hoffst, das gegnerische Team zu überraschen. Okay, ich habe dir schon gesagt, dass ein Half-Buy nicht immer optimal ist. Aber manchmal kannst du den Gegner komplett aus der Bahn werfen, wenn du damit eine clevere Strategie spielst. Überraschungen sind der Shit. Fortune favors the bold. Also merkt euch, die Welt gehört den Mutigen.